Seid ihr vielleicht sauer auf jemanden? Habt ihr vielleicht negative Emotionen heute? Dann ist das euer Moment. Oh, I'm not angry anymore. Ist mir alles egal. Flick it away. Yes, sehr schön. Oh, I'm not angry anymore. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Udo Jürgens genau solche Bilder vor sich hatte, als er diesen Song schrieb. Du hattest heute viel Stress, ja? Say no more. Wir werden dir das alles wegplacken, wegzupfen, zupfen, zupfen. Okay, als allererstes muss ich erstmal scannen. Scanning, 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 scanning. Hier. Pluck. Weg, 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 weg. Hier haben wir auch. Ja, dieses tolle Schauspiel geht leider noch 2 Minuten weiter. Das erspare ich euch aber mal, weil ich ein richtig netter Kerl bin. Ich hatte eigentlich immer eher das Wissen, dass ASMR dafür da ist, dass kleine Kinder ein bisschen feuchte Träume bekommen. Denn in der Regel machen das irgendwelche leicht bekleideten Frauen mit sonst relativ wenig Talenten. Aber nun gut, man lernt ja nie aus, ne? Also ich persönlich bin jetzt auf jeden Fall komplett stressfrei. Ich bin stolz auf mich, weil ich einen auf der Straße half. Dass jetzt mein Verlobter ist und in der Küche kocht. Ich bin stolz auf mich, was ihr nicht könnt. Könnt ihr gar nicht. Habe ich vollbracht. Ich hab ihm geholfen aus der Not. Deshalb ich hier auch so. Oh, ja, auf jeden Fall, die Love Story des Jahres. Ich habe zwar nicht so wirklich verstanden, worum es geht, aber habe doch ein bisschen geweint, denn bei so einer süßen Geschichte kann man wirklich nur schwach werden. Ich lieg im Bettchen mit heißem Dessous. Wie eine Biene stichst du heut zu. Wie ein Kanickel rammelst du los. Man nennt es Afrontalzusammenstoß. Schaust in die Augen, schaust genau hin, fang an zu kratzen wie eine Löwin, fang an zu schielen und quiek wie ein Schwein, sag's mir, ich soll lauter sein. Boah, in dieser Ausgabe werden ja richtige Gesangstalente gefördert. Mir war auch vorher nicht bewusst, dass ich solch heiße Bienen hier rausgesucht habe. Also wenn ihr das Video kurz zwischendurch pausieren müsst, dann tut euch keinen Zwang an, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Können wir bitte die AfD verbieten? Uwu, bitte, bitte, AfD verbieten, Uwu. Bei so einer äußerst süßen Darbietung kann man ja nicht Nein sagen, oder? Sexismus in der Linken, dazu habe ich eine Gesprächspartnerin an meiner Seite, Maya Tegeler. Frau Tegeler, ich frage nur mal so wie eben, ich weiß nicht, ob es da jemand schon gehört hat, aber jetzt frage ich einfach noch mal so auf die 12, hat die Linke ein Sexismusproblem? Ja, gewisserweise natürlich schon. Wir haben gewisse Parteiebenen, wo Männer ihre Machtposition ausnutzen. Und jetzt, liebe Daddys und Jungs mit Bollerwagen, passt auf, unser Special für euch. Ja, ihr seht richtig, hierbei handelt es sich um einen Mediamarkt und das ist ein offizieller TikTok-Account vom Mediamarkt in Ansbach. Und dieser Account hat sehr viele solcher interessanten Videos. Das nenne ich doch mal Supermarketing. Träumland, wir werden high. Ich glaube, ich bin verliebt. Deine wunderschönen Kurven. Ja, auch ein ganz besonderer Mensch hier. Aber ich glaube, wir haben uns mal zwischendurch eine kleine Katze verdient. Und dann geht's auch schon weiter. Der Moment, wenn man seinen Mann fragt, wie gehen eigentlich Knuschflecken, weil man noch nie einen hatte, und dann das dabei rumkommt. Vielen Dank auch. Knuschflecke kann ich. Boah, jetzt bin ich aber eifersüchtig. Ich hatte auch noch nie so einen tollen Knutschfleck. Kann man sich den Kollegen mal ausleihen? Ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Es ist ein Unding. Mir wurde gerade der Toilettengang auf die Darmtoilette verweigert.
in Palm Beach hier in Pforzheim. Ich soll doch die andere Toilette benutzen. Sag mal, wo leben wir denn? Freundin, was für einer Welt leben wir denn hier? Wie kann man nur? Es ist unerhört. Und ich habe auch bereits eine Kerze angezündet, um meiner Trauer ein bisschen Ausdruck zu verleihen. Übrigens für alle, die sich schon gewundert haben, wer hier eigentlich hinter Mikrofon sitzt. Ihr hört es an meiner Stimme, ich bin wirklich auch eine Frau. Sind wir nicht alle ein bisschen crude? Ja, die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Ich verkaufe ja meine Finger- und Fußnägel online und heute ist Erntetag. Alle meine Nägel verkaufe ich ja zu Millimeterpreisen im Internet und heute Nachmittag muss ich meine Nägel dann auch schon verschicken. Und ich sage euch eins, Nägel ernten und züchten ist wirklich anstrengend. Das Schwierigste ist aber definitiv das Züchten, Ernten und die Vorbereitung für den Versand. Die Nägel dürfen ja schließlich nicht beschädigt sein und je nach Wunsch füge ich natürlich auch noch einen Geschmack oder Geruch hinzu. Und dann können auch schon meine liebevoll gezüchteten und geernteten Nägel in diesen süßen Briefumschlägen versendet werden. Ja, ich kann mir wirklich auch überhaupt gar keinen anstrengenderen Job vorstellen, als sich seine Fingernägel wachsen zu lassen und wenn diese lang genug sind, dann abzuschneiden und zu versenden. Das können wirklich nur ganz besondere Menschen. Und mit besonders meine ich, ach, ihr wisst schon. Milano, 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 alles klar, für heute habe ich dann auch alles gesehen. Das war's mit der Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine weitere gibt's wie immer am Samstag. Bis dahin, haut rein und tschüss.